dann auch von meiner Seite recht herzlichen guten Abend. Ich habe das Ganze gestellt auf das, was der Herr Jorgic schon gesagt hat als Vorrede, aufbauend auf das Überschrift, auf die Titel Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und die beiden Unterüberschriften Mitarbeiterbindung und Gewinnung, finanzielle unternehmerische Freiheit als zwei ganz wichtige strategische Ziele. Ja, zu meiner Person, ich bin ja schon vorgestellt worden, mein Name ist jetzt Manfred Bayer, vom Beruf Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Das Thema, das ich Ihnen heute vorstelle, das begleitet mich seit ja, fast 22 Jahren, eigentlich seit meinem Berufseinstieg, damals vor allem bei großen Unternehmen, bei börsennotierten Unternehmen, bei großen Familiengesellschaften, seit 1999, vor allem für KMU, als für kleinere und mittlere Unternehmen. Ich bin auch Vorstandsvorsitzender im Bundesverband Pauschalierte Unterstützungskassen, bin in verschiedenen Versorgungseinrichtungen Vorstand und wie gesagt, betreue das mit einem Team in Nürnberg von gut 20 Mitarbeitern. Das Thema, wir sind nicht allein am deutschen Markt, ich möchte Ihnen heute vor allem das Thema vorstellen, wie es funktioniert, wie funktioniert die Unternehmenskasse, wie funktioniert die pauschalierte Unterstützungskasse, welches Instrument ist es überhaupt. Und ich habe gesagt, Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, das sind aus meiner Sicht ja zwei ganz wichtige strategische Bereiche, wenn man die, wie man es in der Schule gelernt hat, die drei Produktionsfaktoren, die zwei aus meiner Sicht die wichtigsten, das ist das Thema Mitarbeiter einerseits, Human Resources, HR, wie es neudeutsch heißt, mit den ganzen Themen Mitarbeiterbindung, Fachkräftegewinnung, Führungskräftegewinnung, auch die neudeutschen Themen CSR, Corporate Social Responsibility, also die soziale Verantwortlichkeit von Wirtschaftsunternehmen, das Thema Identifikation von Mitarbeitern mit dem Unternehmen, was ja gar nicht quantifizierbar ist, ein Mitarbeiter, der sich mit dem Unternehmen wirklich identifiziert, der sich mit dem Unternehmen wirklich verbunden fühlt, welchen Vorteil und welchen Nutzen er für das Unternehmen bringt. Und natürlich auch das Thema Image. Ja, Image einfach, es ist bekannt, es gibt dort Versorgung, es gibt dort die gute alte Betriebsrente, es gibt hier ein attraktives Versorgungssystem, das ist natürlich auch imageverbessernd für das Unternehmen im Personalmarkt. Also der eine ganz große Bereich und es ist wirklich ein Wandel. Vor ein paar Jahren haben wir hauptsächlich das Thema Finanzierung, finanzielle Unabhängigkeit gehabt. Wir haben zwischenzeitlich zu 60, teilweise gut 60% der Unternehmer sagen, mir geht es um den Mitarbeiter, mir geht es um Mitarbeiterbindung, mir geht es um Fachkräftegewinnung. Und ganz egal, welche Branche das ist, ganz egal, welches Bundesland das ist, ob das im Osten ist oder im Westen, ob das in Kiel ist oder im Schwarzwald, welche Branche das auch immer ist, ob das Hightech-Branche ist, ob das Ingenieure oder Programmierer sind oder ob das ganz normal Handwerk ist, Facility Management, jede Branche, die irgendwo ihre Mitarbeiter binden will. Und das zweite Thema von Zukunftsfähigkeit, da geht es schlichtweg um den ganzen Bereich Finanzen, Unabhängigkeit von Banken, alternative Mittelherkunft, Vermeidung von Mittelabflüssen, Liquidität und natürlich ganz wichtig der Aufbau von Liquiditätsreserven. Das heißt nicht von allem, was wir hier reden, haben wir als Liquidität in der Kasse und wissen nicht, was wir tun. Wenn wir keine Verwendung haben, wenn wir unseren ganzen Konto Karenzkredit tilgt haben, kann man das freilich auch anlegen. Aber wenn wir es angelegt haben, das sind Gelder, an die kommen wir immer wieder ran. Das werde ich Ihnen heute auch zeigen.